jetzt. Live aus Köln. Der Presseclub mit Ellen Eni. Und herzlich willkommen zu diesem Presseclub am Sonntag. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist ein Jahr her, dass russische Truppen die Ukraine überfallen haben und Präsident Putin einen brutalen Angriffskrieg in Europa angezettelt hat. Zehntausende sind gestorben, Millionen sind aus der Heimat vertrieben worden und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Solidarität mit der Ukraine brachte zum Jahrestag viele Menschen in Deutschland auf die Straße. Aber auch die Angst vor einer Eskalation des Kriegs treibt die Menschen um. Gestern fand in Berlin die von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer initiierte Großkundgebung statt. Ihr Manifest für den Frieden haben mehr als eine 500.000 Menschen unterschrieben. Zum Brandenburger Tor kamen laut Behörden rund 13.000 Teilnehmende. Die Demonstranten verurteilen die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine und fordern stattdessen sofortige Friedensverhandlungen. Ja, Frieden wünschen sich alle, aber zu welchen Bedingungen? Zum Jahrestag des Kriegs hat China ein Positionspapier vorgelegt, das absichtlich nicht Friedensplan genannt wird, das aber den Konflikt lösen soll. Unser Thema heute, Chinas Vorstoß, Chance für den Frieden oder Blendwerk. Und ich freue mich auf diese Gäste, die ich alle herzlich willkommen heiße. Dana Heide, sie ist Hauptstadtkorrespondentin des Handelsblatts, vorher China-Korrespondentin. Anna Noriskiewicz, Deutschland-Reporterin für den US-Sender CBS, Christoph Schilz, NATO-Korrespondent der Welt in Brüssel und Sebastian Puschner, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag. Und noch ein Hinweis für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können sich wie immer an der Diskussion beteiligen in den sozialen Medien, wo wir diese Sendung streamen. Fangen wir vielleicht mit dem Blick nach Berlin an. Mehr als 600.000 Menschen haben das Manifest für den Frieden unterschrieben. 13.000 laut Polizeiangaben waren dort. Wie bewerten Sie diesen Vorstoß, Herr Puschner? Ich glaube, er zeigt auf jeden Fall, dass es eine große Gruppe von Menschen gibt in Deutschland, die sich Sorgen machen, die nichts dringlicher wollen, als dass dieser Krieg endet. So unterkomplex diese Haltung sein mag angesichts der komplexen Situation in der Ukraine und des russischen Angriffskriegs und der Folgen. Aber ich denke, nicht nur die Zahl der Unterschriften online, auch die Zahl der Protestierenden in Berlin gestern findet Niederschlag in den Umfrageergebnissen, die wir kennen. Letzter ARD-Deutschland-Trend, es sind, glaube ich, knapp 60% der Menschen, die mehr diplomatische Anstrengungen gerne sehen würden. Und das, glaube ich, ist das allererste, was sich artikuliert in dieser Grundgebung gestern. Ja, Sie haben den Deutschland-Trend zitiert, das hatte ich auch vor, von daher vielen Dank dafür. Anfang Februar haben tatsächlich 58% der Deutschen gesagt, dass ihnen die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges nicht weit genug gehen. Haben Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer möglicherweise also mit ihrem Aufruf doch einen Nerv getroffen? Was meinen Sie? Naja, also ich glaube, erstmal hat die Demo gestern gezeigt, wie müde die Menschen wirklich sind. Also, dass die Leute auf die Straße gehen und überfordert sind, auch medial überfordert sind, ist verständlich. Aber sie haben, also es ging in die falsche Richtung, weil letztendlich, glaube ich, den Menschen, die auf die Straße gegangen sind, nicht wirklich ganz bewusst war, woran Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer eigentlich appellieren. Und zwar an falschen Frieden, der auf was ganz Falschem basiert. Mhm. Sie beschreiben es letztendlich sehr ähnlich wie der Vizekanzler Robert Habeck. Der hat bei uns im Brennpunkt am Freitagabend auch sich sehr, sehr klar geäußert zu dieser Demonstration gestern. Wir können mal kurz reinhören. Was Sarah Wagenknecht und ihr folgenden Leute machen, ist nicht einen Frieden zu wollen, sondern einen Frieden, den ein Diktator, ein imperialistischer Diktator Europa aufzwingt, als Frieden zu verkaufen. Und das wäre nur der neue Eintritt in die nächsten kriegerischen Handlungen. Wenn sich das durchsetzt, ist das eine Einladung an Putin, die nächsten Länder zu überfallen, an alle Irren dieser Welt, die Grenzen mit Waffengewalt zu verschieben. Das ist kein Frieden. Das ist eine Chimäre, die da aufgebaut wird. Es ist eine politische Irreführung der Bevölkerung. Eine Chimäre, eine politische Irreführung. Frau Heide, Sie haben genickt. Sie sehen das ähnlich. Ja, sehe ich auch so, dass da wird suggeriert, dass es eine Friedenslösung gibt und die einfach nicht wahrgenommen wird. Und Herr Puschner, Sie sagten, das ist eine große Gruppe, die da für den Frieden, man merkt, dass da eine große Gruppe für den Frieden ist. Ich glaube, wir sind alle für den Frieden. Das ist nicht nur diese Gruppe, die da auf die Straße gegangen sind. Wir sind alle für den Frieden und das sprechen diese Leute den anderen ja auch ab, die da auf die Straße gegangen sind. Und sie tun so,
als ob es eine Friedenslösung auf dem Tisch läge. Die Verhandlungen könnte man sofort anfangen und dann gäbe es Frieden. Aber so ist es eben nicht. Es ist nicht so. Aber man könnte doch jetzt sagen, nochmal mit Blick auf die Demo, Herr Schilz, also wenn eine Mehrheit der Deutschen sagt, die diplomatischen Bemühungen reichen nicht aus und sicherlich viele treibt es um, zu sagen, es sterben immer mehr Menschen, es werden immer mehr Waffen geliefert und der Krieg kommt nicht vom Fleck, sondern ist mehr oder weniger festgefroren, zu sagen, es muss doch einen anderen Weg geben. Können Sie das irgendwo nachvollziehen? Wie Sie schon gesagt haben, wir wollen alle Frieden. Und natürlich ist der beste Weg die Diplomatie. Nur dies ist nicht die Stunde der Diplomatie. Oder sie wäre es nur, wenn Putin mitmachen würde. Aber das ist nicht der Fall. Und ich sage deshalb, wir müssen mehr Waffen liefern. Das hört sich schlimm an. Ich finde das selbst auch schlimm. Aber wir müssen mehr Waffen liefern. Wir müssen die Ukraine besser ausstatten, damit sie in diesem Krieg stärker auftreten kann. Und Putin, der ja heute sagen könnte schon, ich höre auf damit. Aber er tut es eben nicht. Und deswegen hat die Diplomatie im Moment keine Chance. Und damit Putin durch mehr Waffen, eben durch massiv mehr Waffen, viel stärker unter Druck geraten würde und dann möglicherweise einlenken würde. Mhm. Was Wagenknecht und Co. wollen, ist ein Kapitulationsfrieden. Die Ukraine würde keine Waffenlieferungen mehr bekommen sollen und würde am Ende aufgeben müssen. Mhm. Das können wir nicht wollen. Das ist krude Friedenslyrik, was da verbreitet wurde. Sie haben jetzt gerade noch mal gesagt, mehr Waffen. Ich spiele gerne wieder eine aktuelle Deutschland-Trendzahl ein an der Stelle. Anfang Februar 44% empfinden die Unterstützung der Ukraine mit Waffen als angemessen, also eine relative Mehrheit. 15% geht sie nicht weit genug. 35% geht Waffenlieferung zu weit. Also gut ein Drittel in Deutschland sagen aktuell, das ist mir schon zu viel. Herr Puschner, Sie haben es gerade gehört. Herr Schilz sagt, noch mehr Waffen, damit man überhaupt verhandeln kann. Wie blicken Sie da drauf? Ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich nicht der Stunde der Diplomatie ist, weil wenn wir den Diskurs in Deutschland angucken, dann hat sich doch was merklich verändert. Erinnern wir uns an Ende des vergangenen Jahres, Anfang dieses Jahres. Wir haben vor allem über Waffen, wir haben vor allem über Leopard-Panzer geredet. Wir reden jetzt in den vergangenen Wochen doch auch hierzulande merklich mehr über solche zumindest Ansätze für Friedensverhandlungen. Und ich glaube, das hängt zusammen mit ungefähr dem Zeitpunkt des Besuchs von Olaf Scholz in Brasilien, als auch hier man nicht mehr darum rumkam, darüber zu reden, was da der brasilianische Präsident gesagt hat. Das waren sehr einfache Wahrheiten, unter anderem, dass die Welt die Hilfe oder dass die Ukraine und Russland die Hilfe brauchen von Staaten dieser Welt, um in irgendeiner Weise ins Gespräch zu kommen. Und ich stimme Ihnen völlig zu. Friedensverhandlungen in ihrer wirklich reinsten Form sind wahnsinnig weit weg. Wir haben hier einen Krieg, der verharrt. Wir spekulieren über Offensiven. Es gibt die Forderung nach mehr Waffen. Die Frage, die ich dann stellen würde, wäre, ja, wie viele Waffen müssten es denn sein, um tatsächlich zu einer militärischen Lösung zu kommen? Ich glaube, sehr viel mehr. Hat die Ukraine klar gesagt, wie viele sie braucht. Sie kommen nur nicht. Ja, da sind wir aber dann beim Dilemma des Westens, beim Dilemma Europas vor allem, aber auch der USA. Ich glaube, bei der Münchner Sicherheitskonferenz hat Olaf Scholz gerade noch mal betont, wir werden, und das ist auch die Position des amerikanischen Präsidenten, nicht in der Ukraine kämpfen. Und dieser Punkt, eben die Eskalationsdynamik, die sich mit einer Ausweitung von Waffenlieferungen verbindet, so im Auge zu haben, ist erklärte Politik sowohl Deutschlands als auch der USA. Das heißt, dieses Dilemma, aus diesem Dilemma gibt es kaum ein Entkommen, außer der Westen entschließt sich wirklich massiv in diesen Krieg zu intervenieren mit allen Gefahren, die damit einhergehen. Also meiner Meinung nach sollte man die in aller Welt sichtbaren Ansätze jetzt aus China, auch aus Brasilien, gerade in Indien beim Besuch von Scholz wurden auch wieder entsprechende Worte verloren, doch mal ernst nehmen und mal drüber nachdenken, was vielleicht niedrigschwellige Ansatzpunkte wären, um ins Gespräch zu kommen. Sie haben China gerade noch mal genannt und das ist ja auch tatsächlich der Titel unserer Sendung. Deshalb also jetzt gerne ein Blick auf das Positionspapier, was wir schon zu Beginn der Sendung eingeführt haben, wurde am Freitag von China präsentiert. Übrigens an dem Tag, wo auch noch mal mit überwältigender Mehrheit eine UN-Resolution verabschiedet wurde, die den Krieg verurteilt. Frau Heide, als ehemalige China-Korrespondentin sind Sie hier so ein bisschen unsere Expertin. Was steht denn genau in diesem Positionspapier drin? Also das Positionspapier stellt noch mal klar, sozusagen stellt noch mal auf die Positionen, die China auch so schon in der Vergangenheit zu der Ukraine, zu dem Ukraine-Problem, zu der Ukraine-Krise, wie Sie es nennen, wiederholt quasi diese Positionen noch mal. Und die geht eben davon aus und sie stellt sich klar auf die Seite wieder Russlands, berücksichtigt nicht die Interessen Kiews und sagt im Grunde an beide, jetzt mäßigt euch mal beide und berücksichtigt in keiner Weise, dass Russland den Krieg angefangen hat.
dieses Papier ist keine ehrliche, stellt keine ehrliche Unterstützung für einen Frieden dar, sondern eine Unterstützung für einen Frieden nach Putins Regeln. Und da ist eben die Gefahr, dass er kriegt, was er will. Er kriegt nach einem Jahr Krieg, kriegt er, was er will. Und als nächstes ist dann ein anderes Land dran, wenn er weiß, dass es klappt. Und und China nutzt halt diese Initiative, um sich als Friedensstifter darzustellen. Man muss alles, was China tut, vor zwei Grundannahmen stellen. Einmal, die Verbindung zu Russland ist felsenfest. Die haben sich vor Kriegsbeginn, kurz vor Kriegsbeginn, haben sie sich eine Freundschaft ohne Grenzen geschworen. Das heißt, die sind felsenfest und sie bestätigen sich auch immer wieder in dieser Freundschaft. Wang Yi fährt zu Putin und diese Bilder die sprechen eine ganz eindeutige Sprache. Wir sind Freunde, wir stehen an der Seite. Und das Zweite ist, China schaut sich alles vor dem im Hinterkopf, weil die haben im Hinterkopf, dass sie einen großen Konflikt mit den USA haben. Und das ist der wichtigere Konflikt. Und deswegen brauchen Sie Russland. Sie haben ja jetzt den großen Rahmen sehr klar gemacht. Wenn ich aber noch mal auf das Positionspapier gucke, steht ja zumindest auch drin, es wird die territoriale Integrität der Länder unterstrichen. Das kann man jetzt so ein bisschen in die eine oder in die andere Richtung lesen. Also Sie haben gerade gesagt, China stellt sich sehr klar an die Seite Russlands. Gleichzeitig steht da ja aber drin die territoriale Integrität. Könnte ich so verstehen, dass die Ukraine mit ihrer Ursprungsform gemeint ist? Ja, also ich denke auch, es lässt sehr viel Raum sehr viel Spielraum für Interpretation. Und Sie sprechen einmal von territorialer Integrität, aber dann im nächsten Satz wird es eigentlich wieder diskreditiert, wenn Sie sagen, oder wenn das Papier sagt, naja, aber es gibt auch legitime Sicherheitsinteressen, die auch gewahrt werden und berücksichtigt werden müssen. Und da ist es ganz klar, es ist die Frage, wie man es interpretiert, aber es ist ganz klar, dass sich die USA gemeinsam mit China da ganz, China da gemeinsam mit Russland ganz klar gegen die USA setzen. Und letztendlich ist es, also ich persönlich fand, vor allem nach der Münchner Sicherheitskonferenz konnte man da jetzt nicht so viel erwarten. Also es war irgendwie überraschend unspektakulär, dieses Positionspapier, weil ja nichts Konkretes vorgeschlagen wurde. Also einmal dürfen wir nicht vergessen, dass China bis heute nicht einmal den Krieg verurteilt hat und offen gesagt hat, es ist falsch. Und ein Waffenstillstand vorzuschlagen, ist kommen wir sicherlich gleich noch zu. Aber ein ganz konkreter irgendwie Friedensvorschlag wäre zum Beispiel zu sagen, die Truppen müssen abgezogen werden. Also einmal die Verurteilung des Krieges, ganz offensichtlich, und vorzuschlagen, dass Russland die Truppen zurückzieht. Das steht nicht drin, aber Herr Puschner, vielleicht Positives. Ich finde schon, es ist wert, noch auf die weiteren Punkte mal zu gucken, weil es stehen in diesen 12 Punkten auch solche darin, die an bestehende diplomatische Ansatzpunkte anknüpfen. Beispielsweise das Getreideabkommen ist explizit noch mal daran erwähnt und es wird daran erinnert, dass es wichtig ist, das zu verlängern. Das bedient natürlich auch, wie die anderen Punkte, ein chinesisches Interesse. Stand Januar war China das Hauptempfängerland dieser Getreideexporte, die über dieses Abkommen eben die Häfen verlassen konnten. Aber es sind natürlich auch viele arme Länder, die davon profitieren, und an die richtet sich China ebenso. Es wird der Gefangenenaustausch, einer der ganz wenigen Bereiche in diesem russischen Angriffskrieg, wo beide Seiten miteinander in Verhandlungen gegangen sind und auch hinter den Kulissen Einigungen erreicht haben, Gefangenenaustausche erreicht haben. Daran wird eben noch mal erinnert. Und interessanter Punkt, denn natürlich ist das ein chinesisches Positionspapier, was sich an russische Positionen anlehnt. Es wird das Thema Sanktionen auf den Tisch gelegt. Und das bedient einerseits wiederum natürlich ein eigenes chinesisches Interesse, Handelskrieg mit den USA, aber eben auch Taiwan-Frage. Dass die Sanktionen aufgehoben werden sollen, ne? Naja, das stößt natürlich hier auf absolutes Unverständnis. Aber wenn es eines Tages tatsächlich zu einem Verhandlungsprozess kommen wird, dann ist das natürlich, das ist eigentlich ja der Sinn von Sanktionen, sie irgendwann auch wieder zurücknehmen zu können, um in einen Verhandlungsprozess zu gehen, ist für uns heute unvorstellbar. Aber das macht diese Position mal klar und legt das auf den Tisch. Und ich finde, da findet sich schon einiges, wo man dran anknüpfen könnte. Man sollte jetzt nicht allzu überrascht davon sein, dass China seine Position und seine Interessen artikuliert. Sehen Sie auch was Positives, Herr Schilz, in dem Papier?
Eigentlich gar nichts, muss ich sagen. Okay. Erstens glaube ich nicht, dass China ein ehrlicher Makler sein kann. Weil China hat maßgeblich verhindert, dass sich außer insgesamt 34 Staaten kein anderes Land im globalen Süden an den Sanktionen beteiligt. Und China steht fest an der Seite Russlands in der Gegnerschaft gegen die USA. Die wollen den Machtblock, so wie sie das nennen, den amerikanischen Machtblock brechen und eine multipolare Welt, so wie Yangtze das jetzt gesagt hat in München. Das ist das eine. Und das andere ist, es wurden mehrere völkerrechtliche Prinzipien aufgezählt. Das hört sich alles gut an, aber das sind Prinzipien, territoriale Integrität, an die sich China gar nicht hält. Ja, und mich hat ein Punkt... Mit Blick auf Taiwan, meinen Sie jetzt? Mit Blick auf Taiwan und Tibet und so weiter. Und mich hat ein Punkt vor allem erschreckt, dass dort nämlich in Punkt 2 dieses 12-Punkte-Plans steht, dass alle Partner daran arbeiten sollen, eine balancierte, nachhaltige und effektive europäische Sicherheitsarchitektur aufzubauen. Ja, was heißt das denn? Das bedeutet doch, dass die bisherigen Verträge im Blick auf die europäische Sicherheitsarchitektur, die akkordiert sind, nichts taugen. Dass sie etwas Neues, dass sie eine neue Machtbalance aufbauen wollen. Und das sollte uns aufschrecken lassen. Ich glaube, dieses Papier ist nichts wert. Vor allem auch, weil China, da bin ich anderer Meinung als Sie, nicht in jedem Fall, in Bezug auf die USA wohl, aber nicht in jedem Fall kongruente Interessen mit den Russen haben. Vor allem im Kaukasus und so weiter. Und deswegen, als ein neuer Spieler, der eigentlich in diesem ganzen Konflikt gar keine Rolle spielt, die Verhandlungen mit eigenen Interessen noch verkomplizieren würde. Also ich erwarte da nichts. Aber wir sollten es, darf ich kurz noch daran anknüpfen, schon fragen, warum der ukrainische Präsident, warum Volodymyr Zelensky ja darauf reagiert hat, indem er gesagt hat, es gibt Punkte in diesem Papier, die teile ich nicht, es gibt Punkte, mit denen kann ich etwas anfangen, und sich jetzt wünscht, in ein vertrauliches Gespräch mit der chinesischen Führung zu gehen. Klar, das kann natürlich sein, dass das der westliche Druck ist, auf ihn sich auch Verhandlungsbrett zu geben. Was soll er denn sagen? Also wenn er gesagt hätte, nee, ich will nicht reden, dann hätten alle geschrieben und alle gesagt, ja, der will ja noch nicht mal, und das genau das würde, hätte dann China auch in die Hände gespielt, der will ja noch nicht mal reden. Seht ihr, die wollen keinen Frieden. Also natürlich redet der mit aber wenn ich die Argumentation von Herrn Pushner mal aufgreife, tatsächlich, man kann ja dieses Thema territoriale Integrität im Sinne der Ukraine lesen. Und es gibt ja auch eine Passage zu Atomwaffen und Atomkrieg, der auf gar keinen Fall stattfinden soll. Das sind zwei Passagen, die letztendlich der Ukraine gefallen könnten, in Anführungszeichen. Ist gerade der zweite Punkt nicht was, was Hoffnung gibt, dass es zu dieser nuklearen Eskalation nicht kommt? Das ist richtig. Das hätte ich eben antworten sollen. Das ist der einzig gute Punkt. Nein, Sie müssen gar nichts antworten. Doch. Das ist der einzig wirklich vielversprechende Punkt. Und da haben Sie nämlich auch eine rote Linie gesetzt gegenüber den Russen. Ja, weil die Russen wissen jetzt klar, wir sollten auch nicht nur das nicht tun mit der nuklearen Atombombe sozusagen, sondern wir sollten auch auf Drohungen verzichten. Das ist nicht im Interesse der Chinesen. Warum ist das übrigens nicht im Interesse der Chinesen? Die haben auch wirtschaftliche Interessen. Und die sind der wichtigste Importpartner der EU beispielsweise. 22% laut EU-Kommission der importierten Waren innerhalb der EU kommen aus China. Und ein solcher Krieg oder noch schlimmer, die nukleare Eskalation, würde natürlich das Konsumklima und das Investitionsklima in der Europäischen Union und auch in den USA dämpfen und damit auch die chinesische Wirtschaft treffen. Die wollen diesen Krieg am liebsten gar nicht, weil er sie stört. Er stört ihre Wirtschaftsinteressen. Mhm. Aber Sie haben recht, das mit der nuklearen Drohung ist etwas Gutes, weil das ist vor allem auch in Richtung Russland gerichtet. Das war auch nicht das erste Mal. Auch als Scholz in Peking war, hat ja der chinesische Präsident danach das geäußert. Und bis heute wird das als einer der wenigen diplomatischen Erfolge sozusagen benannt, wurde jetzt auch wieder so benannt, zum Beispiel von Emmanuel Macron. Also wir sollten vielleicht die kleinen diplomatischen Ansatzpunkte nicht immer gleich unter den Tisch fallen lassen, sondern sozusagen in dieser... Das wurde ja anerkannt. Also ich war bei der Scholz-Reise mit dabei, auch habe die Berichterstattung danach natürlich auch verfolgt und auch selber mitgestaltet, aber natürlich wurde das auch anerkannt. Und genau, also das würde ich auch sagen, diese dieser Nuklearpassus, das ist wichtig, dass die das machen. Und es ist auch wichtig, dass man da immer wieder auch Druck ausübt. Aber ich finde,
sozusagen, da muss man noch mehr, man muss China dazu bringen. Und ich glaube, da wird die Bundesregierung jetzt auch etwas klarer, zumindest in den Forderungen. China hat Einfluss auf Russland in gewisser Weise, weil Russland immer stärker von China abhängig wird. Und diesen Einfluss müssen sie nutzen. Und wir brauchen China nicht als Friedensvermittler, sondern wir brauchen China dafür, dass China sagt, dass China Russland sagt, hört auf damit, zieht eure Truppen zurück. Also denke ich, haben wir ja hier Konsens am Tisch, dass China das durchaus aus Eigeninteresse jetzt unternommen hat. Aber man kann ja mal die Absichten hinten runterfallen lassen und sagen, okay, aber es ist ein möglicher Gesprächskanal eröffnet. Wenn überhaupt, hat vielleicht noch Xi Jinping die Möglichkeit, auf Putin einzuwirken. Jetzt hat ja auch der französische Präsident, wurde gerade schon gesagt, am Tisch hier gesagt, er könnte sich vorstellen, ab im April nach China zu reisen und da weiter den Kanal voranzutreiben. Könnte man jetzt ja sagen, okay, das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es bekommt Bewegung rein. Alle haben gesehen, dass es so mit dem Krieg nicht weitergeht und dass er so verhärtet ist, oder? Also, Sie gucken so gequält, aber ja, ich suche so eine Herleitung, wie man das auch. Also ich finde einmal, nochmal, um das mit dem, nochmal zu dem 12-Punkte-Plan kurz zu kommen, natürlich gibt es da positive Punkte, weil man sie halt auch so verstehen möchte. Weder die USA noch Russland noch China haben Interesse an einer nuklearen Katastrophe, vor allem wenn, oder an einer nuklearen Auseinandersetzung, vor allem wenn jetzt wirklich die drei atomare Weltmächte irgendwie vielleicht doch zu einem Tisch kommen oder vielleicht zu einem Konflikt kommen. Also da irgendwie positive Dinge zu sehen und denen auch irgendwie so einen Vertrauensvorsprung zu geben und dass sie ja sich als friedvoll und friedlich irgendwie einsetzen wollen. Aber trotzdem wäre ich da so skeptisch, weil, wie Frau Heide auch schon gesagt hat, es geht um die eigenen Interessen von China und letztendlich, ob jetzt nun direkt oder durch Zwischenhändler, halten sie die Maschinerie, die Kriegsmaschinerie in Russland, auch wenn sie sich teilweise an irgendwelche Sanktionen gehalten haben, trotzdem halten sie die Maschinerie am Laufen. Und ich wäre da so vorsichtig, jetzt darüber nachzudenken, in irgendwelche Friedensgespräche mit China einzuführen. Wir haben den Fehler, die ganze Zeit mit Russland gemacht. Die reden immer noch über einen Überfall auf die Ukraine. Also es ist ja nicht irgendwie, die Chinesen nennen es die ganze Zeit Krise oder Problem. Also auch, ja, sie benennen es ja nicht mal beim Namen. Es ist ein Überfall auf einen souveränen Staat. Die Ukraine muss unterstützt werden, wenn wir noch irgendwelche Werte haben. Deutschland hat aber und Westeuropa hat die ganze Zeit trotz der ganzen Warnungen, ich erinnere noch mal, der Krieg, wir haben jetzt die ganze Zeit den 24. Februar 2022 im Kopf, aber ich meine, es ist seit 2014 und es gab ja immer wieder irgendwie Friedensansätze und franco-deutsche das Friedensabkommen oder das Waffenstillstandsabkommen in Minsk mit Hollande und Frau Merkel. Es gab immer wieder Möglichkeiten bzw. Bestrebungen, irgendwie Frieden in den Konflikt reinzubringen. Und jetzt, dass da jetzt China noch irgendwie ein Teil der Gleichung wird, ist beängstigend. Wir dürfen diese Fehler nicht noch mal machen. Also wir müssen auch sagen, wir haben es mit einem autokratischen Staat zu tun, der kein Interesse daran hat, irgendwie an unserem ja. Frieden. Und China hat ja auch keinerlei Erfahrung bei der Vermittlung von Frieden. Also sagen, die haben das nie gemacht, die können das auch gar nicht so. Also das ist, die haben da keine Erfahrung mit, die haben kein Interesse daran. Das und zu diesem Macron-Besuch möchte ich noch sagen, mir gehen immer alle Alarmglocken an bei mir, wenn Macron Außenpolitik betreibt. Ja, schauen Sie sich an, was er in Libyen gemacht hat. Gegen die Interessen der EU hat er mit Haftar paktiert. Schauen Sie sich an, was er in der Sahelzone gemacht hat, wo die Franzosen abgezogen sind, weil sie dort keiner mehr haben wollte. Schauen Sie sich an, dass er 2020 noch Putin hofiert hat und auf seiner Sommerresidenz empfangen hat. Macron hat eigene Interessen und er inszeniert sich gerne. Und wenn er klug wäre, würde er andere europäische Führer mitnehmen und nicht als französische Solonummer nach Peking fahren, sondern andere Führer mitnehmen, Frau von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, vielleicht ein paar andere kleinere Staaten, die dort legitime Interessen haben, wie die Balten oder die Russen, Entschuldigung, die Balten und die Polen oder andere Staaten und das nicht als Solonummer inszenieren. Macron
ist kein guter Außenpolitiker. Ich muss es so sagen. Er ist eine inkarnierte Selbstinszenierung. Und ich fürchte, da wird nichts bei rauskommen. Gut, jetzt nehmen wir mal, also Macron reist nicht alleine. Ich bin ja immer noch dabei. Er reist alleine, soweit ich weiß. Er will alleine reisen. Ich bin ja dabei. Wir versuchen ja hier zu überlegen, welche Herangehensweisen gibt es denn noch? Was kann denn der Westen noch tun? Also es ist ja durchaus einsichtig, wie Sie gerade argumentiert haben. Es gibt Berichte, dass China insgeheim Russland mit Waffen und mit Drohnen versorgen will. Das dementiert China. Aber das Misstrauen ist ja total berechtigt. Ne? Ich versuche jetzt nur wieder auf den Punkt zu kommen, wenn es denn möglicherweise einen Gesprächskanal gibt, den China besser öffnen kann als andere. Und der Westen springt auf. Und Macron würde nicht alleine reisen, sondern würde Frau von der Leyen und wen auch immer noch mitnehmen. Was muss der Westen jetzt tun? Ich verbinde das mit einer Frage von Stefan Geier. Können Friedensverhandlungen erstens ohne eine Rücktrittsforderung an Putin und sein Regime und zweitens ohne eine völkerstrafrechtliche Aufarbeitung von Butscha und Mariupol beginnen? Und Joachim VB fragt auf Twitter, könnte China von einem Zerfall der Russischen Föderation profitieren, zum Beispiel durch mehr Einfluss in den sich dann bildenden Einzelstaaten? Also ich versuche einfach mal so ein bisschen die Debatte, die parallel auf Twitter läuft, hier mit reinzubringen. Aber die große Frage ist, was kann denn, wenn das alles so wenig aussichtsreich ist, wie Sie gerade beschreiben, was muss der Westen tun? Ich knüpfe vielleicht an den einen Aspekt, den der Nutzer aufgebracht hat, an die justizielle Bearbeitung von Kriegsverbrechen, von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es gibt eine Institution, die dafür zuständig ist, das ist der Internationale Strafgerichtshof. Nun, es gibt drei Weltmächte, die ihn nicht anerkennen. Das ist nicht nur Russland, das ist auch China und das ist die USA. Das heißt, so sehr wir uns das wünschen und so sehr gerechtfertigt, dass es ebenso wäre wie ein die Demokratie und den Frieden liebender Präsident in der Russischen Föderation, das ist einfach nicht realistisch. Das sind nicht Vorbedingungen, wir sind nicht in der Position, dass wir die stellen können und dann ins Gespräch gehen. Ich wollte noch mal ergänzen, es fliegt ja nicht nur wahrscheinlich eben Macron nach Peking, auch Frau Meloni hat sich für dort wahrscheinlich angekündigt. Zunächst mal kommt aber jetzt Alexander Lukaschenko, der belarussische Machthaber, nach Peking. Ich glaube, 4 Tage oder so. Das heißt, die Kanäle, die laufen. Was aus denen wird, werden wir sehen. Aber es gibt auf jeden Fall Bewegung. Sie ist erkennbar, ob uns das jetzt passt oder nicht, ob die Verbindungen sozusagen, ob die Vorbedingungen, die wir uns wünschen würden, dafür erfüllt sind oder nicht. Ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass in weiten Teilen dieser Welt einfach eine doch sehr andere Perspektive auf diesen Konflikt herrscht und eben gerade auch, Olaf Scholz war in Indien, viele durch die Kollateralschäden, durch die Folgen dieses Krieges so schwer getroffen sind, dass sie einfach sich wünschen, dass zumindest die Perspektive einer Verständigung aufs Tableau rückt. Mhm. Ja, aber das wünschen wir uns doch alle. Ja. Ja, die Frage ist nur, wie wir da hinkommen. Und ich glaube, die Diplomatie, das ist nicht die Stunde der Diplomatie. Ja, ich höre zwar bei Hintergrundgesprächen in der NATO, dort wird immer häufiger von Exit gesprochen. Da wird immer häufiger von Verhandlungen gesprochen. Diffus noch, nicht mit konkreten Vorstellungen. Aber diese Vorstellung, wir müssen da irgendwie rauskommen, wie Sie auch gesagt haben, die setzt sich durch. Die Frage ist nur, wie man dann rauskommen kann. Ja? Und solange Putin auf seinen Positionen beharrt, wird das schwer werden. Und ich fürchte, um es mal nach vorne zu schauen, ich fürchte, entweder liefert der Westen massiv mehr Waffen. Und zwar, er tut schon viel, aber er tut nicht annähernd genug, damit die Ukraine ihren Anspruch auf territoriale Integrität umsetzen kann. Entweder liefert er mehr Waffen und die Ukraine wird Tatsachen auf dem Kriegsfeld schaffen und dadurch eine stärkere Verhandlungsposition bekommen und damit möglicherweise auch Putin an den Verhandlungstisch zwingen. Oder die zweite Alternative ist, und ich fürchte, darauf wird es hinauslaufen. Diese Waffen werden nicht in der geforderten Menge kommen, wie bisher. Die Ukrainer haben ja präzise gesagt, was sie brauchen. Und nur einen kleinen Bruchteil davon schicken wir bisher. Und wenn das nicht der Fall sein wird, dann wird dieser Krieg, eskalieren. Und es wird noch mehr Gebietsverluste der Ukrainer geben. Und dann wird dieser Punkt kommen, wo der Westen am Ende sagt, so, es reicht uns jetzt und wir müssen an den Verhandlungstisch, zumindest erstmal einen Waffenstillstand und an den Verhandlungstisch. Und dann
wird man natürlich auch eine gesichtswahrende Lösung für Putin versuchen zu bekommen. Und die bedeutet dann aber Gebietsverluste für die Ukraine, was im Moment alle noch ausschließen. Aber ich bin ganz sicher, dass am Ende dieses fürchterlichen Krieges leider, leider Gottes Gebietsverluste der Ukraine stehen werden. Das wird am Ende Teil der Verhandlungslösung sein. Sie haben ja gerade hergeleitet und gesagt, dadurch, dass wir nicht mehr Waffen liefern, wird am Ende der Krieg eskalieren. Im Sinne von Russland kann möglicherweise die Ukraine noch weiter überrennen, genau, und noch größere Teile des Territoriums, genau, besetzen. Das ist ja jetzt eine Logik, die Sie entwickelt haben, die in der Politik so nicht unbedingt geteilt wird, sondern da sagt man ja, wir gucken genau, was wir liefern können an Waffen, um nicht Kriegspartei zu werden und um den Konflikt nicht eskalieren zu lassen. Also genau die andere Lesart. Aber das hilft warum der Ukraine denn, nicht. Aber warum wird denn aus Ihrer Sicht dann, warum werden denn nicht mehr Waffen geliefert, genauso viele wie die Ukraine sie sich wünscht aktuell? Weil der Westen die Angst hat vor einer Eskalation dieses Konfliktes. Die Angst des Westens vor einem Überschwappen dieses Konfliktes auf andere Länder, möglicherweise NATO-Länder, oder vor der Nuklearoption. Diese Angst ist größer als die Angst vor der Bedrohung der westlichen Sicherheit durch mögliche Gebietsgewinne Russlands in der Ukraine. Das ist leider so. Man hat Angst, Russland in die Enge zu treiben. Und dass Russland dann irgendwann nuklear vielleicht sogar eskalieren könnte. Das ist, der frühere deutsche NATO-General Heinrich Braus nennt das Selbstabschreckung. Ja? Wir schrecken uns selbst ab. Man kann auch sagen, wir machen uns vielleicht ein bisschen zu sehr in die Hose. Weil wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass Putin nuklear eskaliert? Die wird als sehr gering gesehen. Da schauen Sie sich an, was der SIPRI-Chef, also von dem Stockholmer Friedensinstitut, kürzlich gesagt hat. Schauen Sie sich an, was im neuen Bericht des estnischen Auslandsgeheimdienstes steht über die Sicherheit Estlands in der internationalen Gemeinschaft. Die kommen alle zu dem Schluss, die Wahrscheinlichkeit ist zu gering, ist sehr gering, weil erstens wäre der militärische Erfolg dadurch äußerst bescheiden. Also ich rede von taktischen Nuklearwaffen, das heißt äußerst begrenzte, wo vielleicht ein Wald oder ein See oder ein Dorf angegriffen wird, nicht die große Option. Ja? Also der militärische Erfolg wäre äußerst begrenzt. Und was viel mehr noch wirkt und Putin abschrecken sollte, ist, dass die USA dann auf konventionelle Weise massiv zurückschlagen werden. Und zwar die russischen Kräfte in der Ukraine angreifen werden. Und in diesem Fall, wenn ich das noch, letzter Satz, in diesem Fall stünde Putin vor der Frage, will ich mich wirklich in einen Krieg mit der NATO begeben? Deswegen, er nutzt diese nukleare Karte, um uns immer aufzuschrecken. Aber er wird sie nicht ziehen. Also Sie haben sehr klar gemacht, aus Ihrer Sicht müssen mehr Waffen und schnelle Waffen geliefert werden. Ist das Konsens am Tisch? Ja. Hier wird genickt. Herr Puschner. Naja, ich würde mal vorschlagen, wir verfolgen weiter die diplomatischen Initiativen, auch wenn ich da hier in der Minderheitenposition bin. Aber es sind ja jetzt Waffenlieferungen beschlossen worden und wir können uns jetzt hier deren Ausweitung wünschen. Aber was Sie gerade beschrieben haben, ist ja im Grunde genommen das Dilemma der westlichen Ukraine-Politik schon seit sehr viel längerer Zeit als 2022. Nämlich Versprechungen zu machen und Dinge in Aussicht zu stellen, aber den Preis, den das kostet, dafür nicht zu bezahlen, weil dann müsste man eben tatsächlich das austesten, was Sie sagen. Geht er wirklich so weit? Ich meine, die russische Nukleardoktrin ist ziemlich klar. Wenn sozusagen das eigene Land in irgendeiner Weise bedroht ist, dann ist der Griff zu den Atomwaffen sozusagen der Automatismus oder angeraten. Ich glaube, es gibt gute Gründe, dass weder der US-Präsident noch der deutsche Bundeskanzler oder so weiter so weit gehen wollen. Und das ist, wie gesagt, das Dilemma, das die deutsche und die amerikanische Politik gegenüber der Ukraine schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit prägt. Ich würde gerne eine Sache noch ergänzen, auch wieder mit Bezug auf China, was Herr Schütz gesagt hat. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Putin Nuklearwaffen einsetzt? Da hat natürlich schon auch China einen Anteil, dass es noch mal eine Hürde ist für Putin zu sagen, weil China ist der einzige mächtige, wirklich mächtige Freund noch, den Russland hat. Und den zu verlieren und auf Dauer zu verlieren, das ist natürlich, wird natürlich ihn auch beschäftigen sozusagen und davon auch eher abhalten, diesen Nuklearschlag zu machen. Und
Ja. Entschuldigung. Also ich glaube auch, die Essenz hier in den Beziehungen ist, dass alle, dass einfach die atomare Katastrophe als Abschreckung bei allen wirkt. Es wirkt in den USA, in China und in Russland. Was ich vor ein paar Minuten schon sagen wollte, wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Ukraine immer noch ein Selbstbestimmungsrecht hat und wir sollten beratend zur Seite stehen und unterstützend zur Seite stehen, aber die ganzen diplomatischen Bestrebungen und Besuche in Peking, es ist jetzt, glaube ich, irgendwie zwei Schritte vor dem ersten. In erster Linie ist es so, dass wir auch anerkennen müssen, dass die Ukraine immer noch entscheidet, wie viel sie bereit sind zu verlieren, welche Opfer sie bereit sind zu geben. Wir wissen, dass die ukrainische Regierung die Halbinsel Krim zurückerobern möchte oder zurückhaben möchte, genauso wie Donetsk und Lugansk. Und sie prognostizieren, dass es dann bei den Verhandlungen wahrscheinlich dazu kommen wird, dass sie das abtreten müssen. Glaube ich persönlich nicht. Also wenn die Ukraine die Unterstützung bekommt, die sie braucht, und ich glaube jetzt mit China am Tisch und mit China, dass wir überhaupt uns treffen und über China sprechen, signalisiert den Amerikanern, und zwar überparteilich, also nicht nur den Demokraten, sondern auch den Republikanern, dass die Ukraine unterstützt werden muss mit allen Mitteln. Deswegen glaube ich, dass wir in den nächsten paar Wochen uns auf jeden Fall über die Lieferung von Kampfjets unterhalten werden. Auch wenn die Bundesregierung gesagt, halt, stopp, bei Leoparden machen wir Schluss. Aber auch die Stimmen an den Sidelines der Münchner Sicherheitskonferenz war ganz klar, dass der nächste, also sogar republikanische Stimmen, wo ja ganz viele sagen, oh Gott, aber da wird es ja auch noch mal irgendwie bei den Amerikanern dann Konflikte geben, inwiefern auch die Republikaner die Ukraine unterstützen werden. Aber ich prognostiziere, dass wir in den nächsten Wochen ganz klar auch über die Lieferung von Kampfjets sprechen werden. In den USA, also von den USA, aber auch von Westeuropa. Sie haben aber sehr richtig festgestellt, dass tatsächlich, also die Ukraine kriegt alles, was sie braucht. Das wurde ja schon mehrfach gesagt, sowohl von US-Präsident Biden, aber auch von... Aber sie kriegt nicht alles, was sie braucht. Ja, genau. Also sie kriegt, die Ansage ist, sie soll alles bekommen, was sie braucht. Das sagt auch Olaf Scholz, das sagt auch Annalena Baerbock, das sagt auch Robert Habeck. Aber sie sagen, das kommt nicht genug und nicht schnell und überhaupt. Und vor allem steckt dahinter ja die Frage, für das, was die Ukraine braucht, um die Krim zurückzuerobern, also der Status quo ante 2014, oder das, was sie braucht, um zumindest in den Tag vor den Krieg zurückzukommen, also der 23. Februar 2022. Selenskyj hat ja ganz klar gesagt, die Rückeroberung des ganzen Territoriums der Ukraine, also auch der Krim. Glauben Sie, dass der Westen wirklich, also Sie haben es gerade ausgeführt, die USA werden so lange unterstützen. Glauben Sie wirklich, dass die Einheit des Westens so lange halten wird, dass eine Rückeroberung der Krim erreicht werden kann? Ich kann dazu sagen, ich habe diese Frage... im Rahmen des letzten NATO-Verteidigungsministertreffens im Hintergrund einem Minister gestellt. Haben Sie eigentlich Interesse daran, dass die Krim wieder zurückerobert wird, so wie Selenskyj das möchte? Und da hat dieser Minister zu mir gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und das hat mich ein wenig verwundert, weil es mir klar macht, dass der Westen, wie schon in Afghanistan, gar keine einheitliche Definition dessen hat, was wollen wir überhaupt erreichen? Ja? Wie weit wollen wir die Krim unterstützen? Die Ukraine unterstützen? Ja? Wollen wir wirklich, dass mit westlichen Waffen die Ukraine in einer blutigen Schlacht zurückerobert wird? Ich habe den Eindruck aus meinen Gesprächen, nein, das wollen sie nicht. Aber anstatt darüber zu diskutieren, bei all diesen vielen Konferenzen, hat jeder so seine eigene Vorstellung. Im Übrigen auch mit dem zukünftigen Umgang mit Russland. Ja, die einen wollen, dass Russland völlig am Boden liegt. Die anderen wollen möglichst bald wieder nach einem Waffenstillstand ins Gespräch kommen. Ist ja eine wichtige Macht. Aber ich glaube, dass Selenskyjs Interessen nicht unbedingt die Interessen im vollen Umfang des Westens sind oder Teile des Westens. Und wir vergessen, wie gefährlich Waffenstillstände sein können. Also es ist wirklich, also da müssen wir so vorsichtig sein, weil wir das ja auch aus der Geschichte kennen. Wenn man irgendwie Waffenembargos in Jugoslawien, also ist ja bis heute sagen wir, okay, das Genozid in Srebrenica hätte verhindert werden können, wenn wir das jugoslawienweite Waffenembargo nicht ausgerufen hätten. Dann
Bestes Beispiel 2015 nach Minsk, nach dem Minsker Abkommen, was ich vorher erwähnt hatte. Ich glaube, 3 Tage später war eine blutige Schlacht oder blutiger Sturm auf wie hieß die Stadt, Debaltseva in der Ukraine. Und der Anfang des Konflikts vor allem in der Ostukraine war von paramilitärischen Organisationen, von Proxys, von Kriminellen, von einfach pro-russischen Truppen, die zu allen Mitteln greifen werden, wenn wir ein jetzt frühzeitig einen Waffenstillstand ausgeben. Ich glaube, was da auch sehr wichtig ist, China schaut da, also sozusagen, wir sind jetzt in diesem Konflikt, aber es gibt noch einen viel größeren Konflikt, der uns erwartet in den nächsten Jahren, und das ist der Konflikt um Taiwan. Und China schaut sehr genau hin, was der Westen jetzt macht, wie vereint der Westen ist in seiner Reaktion auf die Ukraine. Ist, glaube ich, eine sehr gute Reaktion gewesen. China hat gesehen, der Westen ist geeint. Wir haben sofort reagiert. Wir haben gemeinsam reagiert und hören jetzt auch nicht auf zu reagieren, weil es ist immer noch eine Reaktion auf den Angriff. Es ist keine Offensive. Mhm. Und deswegen ist das so essentiell, dass man da zusammensteht und zeigt, so nicht. Wir akzeptieren es nicht, dass ein anderes Land in einem anderen Land einfällt und das für sich vereinnahmt. Wir sind schon fast am Ende der Sendung angekommen. Ich möchte gerne noch eine Frage an Herrn Puschner stellen, nämlich unter anderem auch auf Twitter wird gefragt, welche wirksamen Druckmittel außerhalb der militärischen Stärken der Ukraine gibt es denn, um Putin vielleicht zu Verhandlungen zu bewegen? Ja, ich glaube, das wurde ja heute auch schon mehrmals betont. China ist ein ganz wichtiger Akteur, denn Russland ist in vielerlei Hinsicht von China abhängig, und wie China sich positioniert und sich weiter verhält, das wird die russische Position sicherlich nicht unbeeinflusst lassen. Ich möchte aber noch vielleicht einmal abschließend in Erinnerung rufen, ja, Waffenstillstände mögen gefährlich sein können, aber erinnern wir uns doch daran, dass, was ist denn vor allem auch gefährlich? Gefährlich ist Krieg. Es sterben jeden Tag Tausende von Menschen im Moment. Also es ist ja nicht so, dass wir mit einem Waffenstillstand jetzt in eine Situation gehen würden, die in irgendeiner Weise weniger gefährlich ist. Entschuldigung, ich muss an der Stelle jetzt unterbrechen. Wir könnten hier noch sehr, sehr lange weiter diskutieren. Engagiert. Das war der Presseclub im Ersten für heute. Es geht weiter mit dem Europa-Magazin. Wenn Sie aber Presseclub nachgefragt hören wollen und diese engagierte Diskussion weiterverfolgen wollen, können Sie das auf Phoenix, auf WDR5 und den sozialen Medien tun. Vielen Dank bis hierhin. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Und da sind wir wieder mit Presseclub nachgefragt auf Phoenix, WDR5 und in Social Media. Chinas Vorstoß, Chance für den Frieden oder Blendwerk? Fragezeichen. Haben wir hier schon eine Dreiviertelstunde gut diskutiert. Und jetzt sollen aber Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer zu Wort kommen. Und ich möchte gerne zu Herbert Koch nach Biebertal schalten. Guten Morgen, guten Mittag. Ja, guten Tag in die Runde. Meine Frage ist, die Frieden haben wollen ohne Waffen, die werden oft nicht so nachgefragt, dass sie mal erklären sollen, wie das geschehen kann. Man hört Sarah Wagenknecht oder auch Tino Chrupalla, und sie betonen das immer wieder. Kann der Eindruck entstehen, sie wissen, wie es geht, die anderen wollen nicht. Aber es wird nicht nachgefragt, wie Sie es einschätzen, wie das praktisch geschehen soll. Das möchte ich einfach so in die Runde geben. Wie soll man zu einem Frieden in der Ukraine kommen, wenn die Waffenlieferungen jetzt gestoppt werden, ist Ihre Frage. Herr Puschner, ich kann da gern darauf antworten, weil ich da selbst mit mir wahnsinnig ringe. Und ich glaube, man wird mit einer Antwort dahingehend zu einer Antwort, dass man sagt, dass es sich sowohl Sarah Wagenknecht als auch die besonders lauten Befürworter von Waffenlieferungen beide sehr einfach machen. Denn natürlich ist die Unterstützung, wäre ohne die Unterstützung vor allem der USA, der Ukraine gegen den russischen Angriff, die Ukraine ganz schnell überrannt und eingenommen worden. Natürlich wären damit auch noch viel grausamere Art und Weise internationale Standards des Völkerrechts verletzt worden. Also beide Seiten, aber gleichzeitig wohnt eine Ausweitung der Waffenlieferung immer auch eine Eskalationsgefahr inne. Ich glaube, man wird am besten fündig bei Jürgen Habermas und seinem letzten Essay in der Süddeutschen Zeitung, wo er sagt, dass es gerechtfertigt ist, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen, dass daraus aber wiederum auch eine Verantwortung erwächst, sich für ein Ende dieses Krieges und damit schließlich über Diplomatie
und Verhandlungslösungen einzusetzen. Danke für die Antwort. Wir gehen weiter zu Rainer Gorning nach Hamburg. Hallo und fragen Sie bitte die Runde. Ja, schönen guten Tag. Ja, im Prinzip angelehnt an meinen Vorredner, glaube ich, wäre es auch mal interessant zu erfragen, welche Vorstellungen denn die Waffenlieferungsbefürworter, also derer, die schwere Waffen befürworten, welche Vorstellungen sie für einen Friedensschluss haben. Denn ich sage mal, die Politik steht ja wirklich im Spannungsfeld zwischen einer Eskalationsgefahr auf der einen Seite und natürlich dem Wunsch, die Ukraine so dahingehend, dass sie ja nicht Geld vergehen. Ich habe bisher, und das muss man einfach mal so sagen, auch noch nicht, keine konkreten Schritte in Bezug auf einen Friedensschluss von den Waffenlieferungen, schweren Waffenlieferungsbefürwortern gehört. Und das wäre, glaube ich, auch mal interessant zu erfragen. Ja, danke, Herr Gorning. Sie waren zwischenzeitlich nicht ganz gut zu verstehen, aber den Grundgedanken haben wir, glaube ich, alle mitbekommen. Und ich würde diese Frage einfach mal an Herrn Schilz geben. Ja, danke, Herr Gornig. Wir wollen alle Frieden, wie gesagt. Nur immer davon zu reden und von Waffenstillstandsverhandlungen und einer Verhandlungslösung ist das eine, wenn Putin da nicht mitmacht. Putin macht einfach nicht mit. Und wir müssen sehen, dass Putin die Wurzel allen Übels ist. Nicht irgendjemand anders, nicht die Amerikaner, nicht die Chinesen und vor allem nicht die Ukrainer. Es ist einzig und alleine Putin. Und um zu einer Lösung zu kommen am Ende, muss ich leider sagen, ich pointiere es jetzt etwas über, es ist Frieden schaffen mit Waffen. Das ist es. Wir müssen Putin so weit bringen, dass er bereit ist zu verhandeln. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Alles andere ist ein Wunschkonzert. Das ist legitim. Ich würde es mir auch anders wünschen. Aber das ist ein brutaler Aggressor. Und wenn er jetzt weitere Erfolge hat in der Ukraine, weitere Landgewinne, wird es für die Ukraine immer schwerer werden, weil du brauchst ja viel mehr Kraft, Gebiete zurückzuerobern, als sie zu verteidigen. Und es wird immer schwerer werden und es wird immer schwieriger werden, ihn an den Verhandlungstisch zu bekommen. Deswegen wäre es aus meiner Sicht wichtig, verstärkt Waffen zu liefern, damit dann möglichst schnell, daran haben ja alle Interesse, möglichst schnell ein Waffenstillstand erreicht werden kann. Danke. Wir hatten also einmal die Frage Frieden schaffen ohne Waffen, Frieden schaffen mit Waffen. Ich würde jetzt gerne weitergehen zu Bolko Levin von Katte nach Meerbusch. Hallo und Ihre Frage für diese Runde, bitte. Ja, einen herzlichen Gruß in die Runde. Mir geht es ein bisschen zu wenig um China selbst. Und daher meine Frage, ist das, was da in der Ukraine stattfindet, nicht eigentlich eine Blaupause für die chinesische Politik, wie sie es mit Taiwan anstellt? Und deswegen hält sich China auch zurück und guckt, welche Optionen ihnen zur Verfügung stehen, das dann zu machen. Und was die Unabhängigkeit der Staaten betrifft, da bezieht natürlich China Taiwan nicht als eigenen Staat an, sondern als Teil des eigenen Landes. Ja, danke für Ihre Frage, Frau Heide. Sie hatten das Thema ja schon mal kurz angerissen. Ja, sehr gern. Also kluge Beobachtung, das teile ich auch. Also das ist der Ukraine-Krieg ist und unsere Reaktion darauf ist ja so wichtig, weil es eben genau China schaut sich das mit Blick auf Taiwan sehr genau an. China bereitet auch mit allem, was sie jetzt tun an Friedensinitiativen, es gab diese Global Security Initiative diese Woche, bereitet vor, dass es okay ist, dass man in ein anderes Land einfällt. Und mit allen Verbündeten, zum Beispiel auch mit Russland, ringt China das Commitment ab, dass Taiwan ein territorialer Teil von China ist. Und deswegen ist es auch okay, wenn sie sich das komplett einverleiben. Das heißt, ja, das ist auch eine Blaupause für das, was möglicherweise Taiwan vorsteht. Und China schaut auch sehr genau hin, wie militärisch reagiert wird, um daraus zu lernen für einen möglichen Angriff auf Taiwan für sich selber. Ja. Danke. Wir gehen weiter zu Jürgen Fuchs nach Edersleben. Guten Tag. Und was möchten Sie von der Runde wissen? Ja, guten Tag an die Runde. Ich habe eine Frage an die Dame rechts von Ihnen, von CBS.
Eingangs zu den Diskussionen um diese Friedensveranstaltungen, die jüngst waren, deutete sie an, sprach an, dass dies, was dort vertreten wird, falscher Frieden ist. Ja, ich stelle die Frage, was ist denn ein richtiger Frieden? Jeder Frieden, der irgendwo geschlossen wird, ist doch ein Frieden im Sinne des Erhalts von Leben. Ihre Narrative kann ich nicht verstehen. Nur noch eine Randbemerkung. Vieles gäbe es noch zu dem Herrn NATO-Vertreter zu sagen. Seine Narrative sind mir sehr, sehr suspekt. Das ist der Herr Schilz von der Welt. So. Ja, meine Frage geht aber an die Dame von Ihnen rechts. Was ist ein falscher Frieden? Guten Tag, Herr Fuchs. Vielen Dank für die Frage. Also, wenn jetzt die Ukraine in die Knie gezwungen wird und ihr Territorium komplett abgibt und kapituliert und sagt, Donetsk, Lugansk, die Krim gehören Russland, wir sind neutral, es gibt keine NATO-Beitragsbestrebungen und keine EU-Beitragsbestrebungen, dann gibt es wahrscheinlich für Putin Frieden. Und dann wird er genau das Gleiche versuchen in anderen Ländern, wie zum Beispiel Moldawien oder in den baltischen Staaten. Frieden wäre dann auch für China, wenn China Taiwan erobert und das Teil des Territoriums macht. Also das ist falscher Frieden. Jetzt zu sagen, wir liefern keine Waffen mehr, wir unterstützen die Ukrainer nicht mehr in diesem Angriffskrieg, in diesem Überfallskrieg auf die Nation, wäre fatal und da würden sehr viele Menschen daran sterben. Und deswegen es ist absolut falsch zu sagen, wir gehen jetzt zum Verhandlungstisch und es ist quasi eine Kapitulation. Danke. Und wir gehen weiter zu Marc Pirschel nach Karben in der Nähe von Frankfurt am Main. Hallo, schön, dass Sie mit einer Frage dabei sind. Ja, schönen guten Tag in die Runde. Ich war gestern auch live dabei bei der Demo in Berlin. Und das hat mich so ein bisschen irgendwie irritiert, die Äußerung von der Dame von CBS. Ich habe sie so wahrgenommen, dass wir irgendwie was Falsches gemacht haben. Und meine konkrete Frage wäre, was ist denn das Ziel oder was sollte das Ziel der deutschen Bemühungen sein? Mein Ziel, was ich sehe, ist, das Töten zu beenden. Ich vermute, es gibt andere Ziele, Russland zu bestrafen oder das Territorium zurückzubekommen für die Ukraine. Aber was steht denn für Sie an erster Stelle? Das würde mich mal interessieren. Das ist wieder eine Frage. Vielen Dank. Also das Töten zu beenden ist absolut Priorität Nummer eins. Aber das erreichen wir halt nicht, wenn wir aufhören, der Ukraine Verteidigungswaffen zu schicken. Also wir müssen weiter die Ukraine mit allen Mitteln unterstützen, damit der Krieg nicht immer blutiger wird. Und das ist natürlich auch, sollte auch Deutschlands Ziel sein. Und es ist auch Deutschlands das Ziel von Deutschland. Die Frage ist nur, wie mein Kollege hier auch gesagt hat, heißt mehr Waffenlieferung, dass es zu mehr Eskalation führt und das ist immer eine Abwägungsfrage. Aber das Ziel ist natürlich, Menschenleben zu retten. Aber das schaffen wir nur, indem wir die Ukrainer jetzt in diesem Krieg unterstützen. Danke. Und wir gehen wieder in den Norden zu Klaus Borchert aus Börnsen bei Hamburg, ist in Schleswig-Holstein. Herr Borchert, Ihre Frage bitte. Ja, moin, moin. Moin, moin. Ja, Frage, Hoffnung würde ich eher sagen. Also ich habe die Hoffnung, dass alles, was da jetzt passiert, letzten Endes dazu führt, dass Herr Putin im eigenen Land nicht mehr akzeptiert wird, weil auch wenn er den Krieg gewinnen sollte gegen die Ukraine, was hat Russland denn damit gewonnen? Steigt dadurch der Lebensstandard der Menschen im Land? Das ist doch alles nur reiner Selbstzweck, ideologischer Selbstzweck von Herrn Putin. Das bringt doch nichts für die russische Bevölkerung. Die haben doch nur Nachteile. Und Ihre Frage an die Runde? Ja, wie sieht vielleicht auch die Dame von CBS die Chancen, dass Putin an seiner eigenen Politik scheitert und quasi per Militärputsch oder irgendwas Ähnlichem entmachtet wird. Okay, die Frage, wie geht es in Russland weiter? Ist Putin Teil des Problems? Ist es ohne ihn leichter oder schwieriger? Ich
Sie dürfen gerne noch mal, Frau Neustädter. Vielen Dank. Ich denke, natürlich ist es für alle Beteiligten, nicht nur in diesem Konflikt, sondern in vielen Konflikten einfacher, wenn die jetzige russische Regierung inklusive Putin abdankt und sich zurückzieht. So einfach ist es halt nicht, weil Putin und seine Regierung noch weitere Bestrebungen haben. Jedenfalls nur so können wir es deuten. Also ich glaube, Russland würde es auch besser gehen, wenn sie jetzt nicht Kriege führen würden, wie zum Beispiel den jetzigen in der Ukraine. Und wenn ich noch ja, was bitte, dazu... Herr Schilz darf auch noch was ja, sagen. Ja, moin, Herr Borchardt. Wenn ich noch was dazu sagen dürfte, in der Rede vor wenigen Tagen, die Putin gehalten hat, hat er noch mal klar gemacht, dass für Russland dieser Krieg ein Überlebenskampf ist. Und das ist die Antwort auf Ihre Frage. Das Narrativ von Putin ist, wir kämpfen um unser Überleben. Wir kämpfen gegen den Westen. Dies ist kein Kampf gegen die Ukraine. Dies ist ein Kampf gegen den Westen. Es ist ganz essentiell, was wir hier tun. Und das soll auch das russische Volk davon haben. Sie sollen überleben. Und das ist das Narrativ, das er verbreitet. Das ist natürlich Unsinn, aber für ihn ist sehr wichtig, dass die Unterstützung des Volkes bleibt. Wir hoffen alle, dass das nicht so ist, aber im Moment sieht es nicht so aus, dass sich das ändern könnte. Leider Gottes auch nicht in den Oligarchen-Eliten. Aber das kann ja noch werden. Danke bis hierhin. Wir versuchen noch eine Frage unterzubringen, dann sind wir nämlich auch am Ende der Sendung angekommen. Werner Trost aus Regensburg, Ihre Frage bitte. Guten Tag, schönen Gruß in die Runde aus Regensburg. Jede Friedensbemühung ist kostbar, auch die Chinas. Allerdings muss man wissen, ob der Anbieter dieser Lösungen seriös ist. Die Seriosität dieser Lösung ist für mich ein Punkt, der sich daran entscheidet, ob nun China die territoriale Integrität meint, mit oder ohne die annektierten Gebiete. Wenn das mit diesen Gebieten gemeint ist, dann kann man das alles verwerfen. Können Sie mal sagen, wie das gemeint ist? Wir wollen zumindest gerne interpretieren, wie es gemeint sein könnte, Frau Heide. Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage, weil sich da China auch widerspricht. Widerspricht sich selber. Deswegen ist es sehr schwierig, auch zu deuten, was sie genau meinen. Man kann sie nicht direkt fragen, weil sie da auch dann wieder ausweichend antworten. Das ist eine Interpretationssache. Die sagen, und sozusagen, so, das ist auch wieder das große Ganze, auf das große Ganze zu gucken. China hat andere Vorstellungen von territorialer Integrität, als wir sie so kennen. Da entscheiden eben auch Länder wie Russland darüber, ob es ein Land verdient hat, territorial integer zu sein, oder ob die Sicherheitsbedürfnisse eines anderen Landes, in diesem Fall Russland, über dem stehen. Und das findet sich in der Friedensinitiative wieder, es findet sich in der Global Security Initiative wieder, es findet sich in vielen, also sozusagen in a nutshell, die Großmächte entscheiden darüber, ob die Sicherheitsinteressen eines Landes überwiegen und es okay ist, auch in ein anderes Land einzufallen. Und das legitimiert dann wiederum auch so einen Angriff auf Ukraine. Und am Ende entscheidet es die Interpretation von China. Danke für diese geopolitische Einlassung. Am Ende dieser Sendung, jetzt sind wir tatsächlich auch mit dem Nachgefragten fertig. Danke für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut. Tschüss.